Ja, schönen guten Abend. Ich möchte auch noch was dazu sagen zum Thema Krieg, USA, Wirtschaft, Ökosystem. Und zwar, wenn wir auf den Zweiten Weltkrieg zurückgucken, hat Hitler das Volk so weit getrieben, dass es für ihn in den Tod geht, einzig und allein durch Propaganda, durch den Volksempfänger. Die USA ist hingegangen, hat das Ganze super revolutioniert und hat jetzt mittlerweile 80 Jahre ganze Arbeit geleistet und hat das Volk so gespalten, dass jeder eine eigene Meinung hat und jeder sich selbst der Nächste ist. Und so geht es leider zu Ende mit der Zeit. Aber es wurde noch was viel Wichtigeres unterdrückt und das ist nämlich der Hanfanbau. Die Welt ist mittlerweile so abhängig von fossilen Brennstoffen, dass sie über Leichen geht, um sich diese zu eigen zu machen. Und dadurch entstehen Kriege durch Profit und Rohstoffe. Hanf ist ein Rohstoff, der wächst wie Unkraut. Wir können so ziemlich alles aus Hanf herstellen, was wir heute, wofür wir heute Erdöl verwenden. Und ich empfehle jedem, die Katalyse Hanf von Jack Herra und Hans Bröckler zu lesen. Verändern wir die Welt, bauen wir Hanf an. Hallo, ich bin der Raffi und ich wollte euch erstmal was erzählen. Vor geraumer Zeit habe ich eine wunderschöne Künstlerin kennengelernt, mit dem Namen Björk. Und die kommt aus einem Land, ganz weit im Norden, das heißt Island. Und ich beobachte die ganze Situation in den Medien und im Internet schon seit vielen Monaten, beschäftige mich auch damit, was hier falsch läuft und wie es eigentlich richtig sein soll und merke, dass die Politiker und die Leute hier eigentlich alle so im Tiefschlaf sind, dass sie eigentlich gar nichts mehr checken. Aber dann habe ich mir auch über Island Gedanken gemacht und wollte auch langsam für ein Ticket sparen, so als Wunschexil praktisch, so wo ich denke, wenn es hier ein bisschen brenzlig wird, wenn ich keinen Bock mehr auf den ganzen Dreck habe, der hier abgeht, fahre ich einfach nach Island. Aber warum nach Island? Die Isländer sind die einzigen Leute in Europa, beziehungsweise auch sonst wo in der Welt, ich weiß nicht, wo die das auch sonst so gemacht haben, wo die Banken einfach pleite gehen lassen haben, weil die einfach so waren wie ganz normale Unternehmen wie ein Rimac oder sonst irgendetwas. So, wenn die Scheiße bauen und pleite gehen, sind die selber dafür verantwortlich, lassen wir die pleite gehen. Und das ist super, das trauen sich die Leute hier überhaupt nicht. Und die sind auch so bekloppt, die haben ein Elfen- oder ein Feenschutzreservat, also das sind super Leute. Und das Beste ist aber, dass sie, es wohnen glaube ich nur 250.000 Menschen in Island. Aber die haben den Mut, das Volk selber über ihre Verfassung abstimmen zu lassen, beziehungsweise die geben Vorschläge aus. Das Volk, also die Leute, schreiben auf, was sie sich vorstellen würden, wie die gerne leben würden, was sie in der Verfassung drinstehen haben und sammeln halt Ideen, damit die irgendwann im Kongress durchkommen. Und ich finde, das sollten wir hier auch machen, dass wir wirklich jeden ansprechen sollten. Was willst du eigentlich tun? Was willst du überhaupt... Was willst du aus deinem Land machen? So, und deswegen kann ich allen nur empfehlen, nach Island zu fahren. Danke. Eine Minute an die Freunde der Polizei. Es ist doch genehmigt, die freie Meinungsäußerung zu bringen. Warum seid ihr hier mit 1, 2, 3, 4 warm da? Habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Polizei, habt ihr Angst vor Äußerung oder was? Naja. Okay, ganz spontan noch eine Sache, weil eben das Thema Hanf angesprochen wurde. Nur ein paar Fakten. Also es geht nicht um irgendwelchen Rausch oder sonst wie. Scheiß drauf. Ja? Ich brauch gar nichts. Aber guck mal, was gibt's. Nummer eins. Es werden Regenwälder abgeholzt.
Okay, wofür? Ja, wenigstens zum Großteil für Papier. Okay, was braucht man für Papier? Man braucht zellulosehaltiges Material. Was hat wenig Zellulose? Bäume. Was hat extrem viel, was hat wenig Zellulose und braucht extrem lange zum Wachsen? Bäume. Was hat extrem viel Zellulose und braucht ein paar Wochen zum Wachsen? Nutzer. So, Nummer eins. Nummer zwei, ja, Medizin. Was hat jeder Organismus, der eine Wirbelsäule hat? Ein endokannabinoides System. Wofür ist das zuständig? Für Zellenkommunikation. Wie kriegt man Cannabinoide? Ja, durch die Hanfpflanze. Wie kann man es, nur beim Rauchen verbrennt man halt alles, was kann man dafür machen? Da hat ein Kanadier, heißt Rick Simpson, der hat dieses Rick Simpson Cannabis Oil, Hanf Oil erfunden, womit man das mit einem Destillationsverfahren schonend sauber, ja, alle Cannabinoide, THC, CBD, CBN, alle rausholt. Und das geben die sogar leukämiekranken Kinder. Hautkrebs sofort weg. Also es ist im Prinzip das Mittel gegen Krebs. So. Könnt ihr euch, macht euch darüber schlau. Auf YouTube die Dokumentation von dem heißt Run from the Cure. Ja, es ist halt. Ja, und jetzt macht euch mal Gedanken, warum das vielleicht illegal ist. Ja, weil wir vielleicht nicht die Macht haben, weil wir uns nicht die Macht haben lassen wollen, dass wir einfach in unserem Garten unsere Heilpflanze wachsen lassen können. Ja, das macht uns ja ein bisschen unabhängig, ja, wenn wir das schon. So, Nummer eins. Noch eine Sache, Hempcrete. Viel robuster als Concrete ist ja Zement. Ja, Concrete ist Zement. Und da gibt es die sogenannte Hempcrete, das ist aus Hanf. Und die Qualität davon ist, je länger dieses Hempcrete da ist, das sind auch wie Backsteine, umso härter wird es, umso härter, stabiler wird es. Auch noch sehr gut. Es gibt auch das Hemp-Auto, Hemp-Fahrrad, ist sogar Hemp, ist besser als Baumwolle, Leute. Ja, diese Klamotten geht weniger kaputt. Ja, die halten länger. So, für mich sind das nur Vorteile und es ist total geistgestört, dass es wirklich illegal ist. Ne? Und jetzt auch nochmal ein Zitat am Ende. Ja, solange Natur illegal ist, gibt es keine Freiheit. Und so ist es halt. Ja. Also ich als Biologiestudent muss ein bisschen noch was zu Krebs sagen. Also ich bezweifle gar nicht, dass das bestimmt gegen ein paar Krebssorten helfen kann oder in bestimmten Anwendungen auch hilfreich sein kann. Besonders zum Beispiel, wenn man eine Chemo macht, kriegt man dadurch zum Beispiel mehr Appetit. Und das kann ein extrem Vorteil sein, weil man bis jetzt noch kein einziges Medikament kennt, was zufällig nicht Hanf ist, was halt den Appetit steigert. Das ist das Einzige, was bekannt ist dafür. Und das kann sehr hilfreich sein den Leuten. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt einen Spruch, den habe ich sehr verinnerlicht, und der heißt, wer glaubt, Krebs könnte man einfach heilen, hat Krebs nicht verstanden. Und da ist viel Wahres dran, weil es gibt ja nicht irgendwie den Krebs, sondern Krebs ist eine extrem, extrem, extrem komplizierte Krankheit, wo es ganz, ganz viele verschiedene Gene gibt, die in ganz vielen verschiedenen Wirkungsmechanismen zusammenhängen. Und selbst wenn zwei Leute nebeneinander stehen, eineiige Zwillinge, und die haben beide Lungenkrebs, dann heißt es gar nicht, dass der Krebs von dem einen so ist wie der andere. Ja, also es ist eine extrem komplizierte Krankheit, und ich bitte euch, glaubt nicht, wenn jemand sagt, es gibt eine einfache Lösung dafür. Es gibt bestimmt Teillösungen, viele, es gibt auch vielleicht Sachen, die verheimlicht werden, aber es gibt auf jeden Fall, soweit ich es mir ergründen kann, keine ultimative Lösung dafür. Wollte ich nur mal kurz dazu sagen.